Hallo ihr Lieben, jetzt geht's los. Oh, ich bin aufgeregt. Wir gehen heute zu Chris zum Shooting wegen der Bunny-Kampagne, ihr wisst das. Und wir haben uns ein bisschen was Leckeres zum Frühstück gemacht, damit ich mich nochmal entspannen kann. Aber ich bin so ein bisschen... ihr wisst das ja. Ah, das ist so irgendwie aufregend. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Bestimmt macht es viel Spaß. Und das, was ich hier übrigens gekocht habe, das ist... Blaubeer-Quark-Auflauf. Das Rezept gibt es im Dezember Angel Insight. Es gibt außerdem noch ein paar Neuigkeiten, was die Mitgliedschaften bei uns betrifft, weil das, was wir früher mal gesagt haben, das gilt nicht mehr. Wir machen nur noch Invitation Only. Das bedeutet, wenn ihr Mitglied werden wollt, dann ist es sehr wichtig, ein anderes Mitglied zu kontaktieren. In ein paar Tagen ist die Mitgliederseite online, dass ihr das auch machen könnt. Und euch zu erklären, das heißt zu erklären, wie was ihr abnehmen wollt und so weiter. Und wenn ihr dann eine Empfehlung erhaltet, dann könnt ihr ganz normal Premium-Mitglied werden. Eine andere Sache. Ich habe eine Frage gekriegt per E-Mail. Und die Frage hieß, ja, ich habe ja 30 Kilo Übergewicht und ich möchte abnehmen, weil ich möchte einen Freund kriegen. Und habe ich keinen Freund, weil ich dick bin? Dazu möchte ich was sagen. Ich glaube nicht, dass du keinen Freund hast, weil du dick bist, sondern weil es noch ein paar Sachen gibt, die du optimieren kannst, die nichts mit deiner Figur zu tun haben. Dazu gebe ich dir den Tipp. Erstens, immer wenn du rausgehst, irgendwo, wo du andere Menschen treffen kannst, dann zieh dich so an, dass du dich richtig gut fühlst. Also, dass du quasi sagst, jawohl, so fühle ich mich attraktiv und so fühle ich mich auch gut, wenn ich jetzt, sage ich mal, den Typen meiner Träume sehe, dass ich mich traue, den anzusprechen. Das ist eine richtig wichtige Sache. Nur so ein Tipp. Also so Leoparden-Leggings, ich weiß nicht, ob man sich darin gut fühlen sollte. Es sei denn, man hat nur so Regenschirmbeine, dann geht das vielleicht. Dann sieht es zwar immer noch komisch aus, aber immerhin. Eine andere Sache ist, wenn ihr irgendwo dann seid, versucht im Kopf schöne Gedanken zu haben, weil die zeichnen sich auf eurem Gesicht wieder. Wenn ihr da quasi so ein Gesicht zieht, weißt du, und dann da quasi, ich mag sowieso keiner und so, ist logisch. Das ist so, als wenn es irgendein Sonderangebot gibt oder sowas. Und dann steht da drüber, also ganz scheiße Produkt, ne, ist also nicht empfehlenswert und so weiter. Ist klar, dass da keiner sagt, jo, wollte ich schon immer kaufen, ole ole, ich bin dabei. Das heißt, denk was Gutes von dir, mach dir schöne Gedanken, sei offen für die Leute, die dann da draußen sind. Und dann klappt das schon und tu viel für dich. Das heißt, zieh dir ruhig schöne Sachen unten drunter an, damit du dich gut fühlst. Und gegebenenfalls schmink dich oder schmink dich nicht. Mach was, dass du immer sagst, ich fühle mich richtig gut, so wie ich bin. Weil so ist egal, wie viel du wiegst, findest du ganz bestimmt jemanden, der dich nett findet. Es geht ja da nicht darum, einen Schönheitswettbewerb zu gewinnen, sondern einfach nur in Kontakt mit Menschen zu treten. Und das geht am einfachsten, wenn du einfach positiv rüberkommst. Das heißt, wenn du selber gute Sachen von dir denkst und nicht so viel Wert darauf legst, zu sagen, oh, ich muss jetzt unbedingt sexy sein, weil damit kriege ich sie. Insbesondere, wenn das sexy Leoparden-Leggings involviert, dann klappt das nicht. Glaubt mir das, ich habe da so ein Nilpferd gesehen, das ist damit rumgelaufen. Meine Augen haben sich abgebeugelt. Das ging gar nicht. Aus dem Grund, es sei denn, ihr fühlt euch so super da drin, dass jeder sagt, yo, das ist in Ordnung und nicht, oh, der Leopard, der hat aber ein dickes Teil verschluckt. Das ist nämlich wichtig. Puh. Okay, ich jetzt noch mehr Scheiß labere, halte ich jetzt den Mund, weil es geht ja gleich zum Shooting und da muss ich mich nackig machen. Und da sind voll viele Leute dabei und das ist voll komisch. Bunny-Kampagne. Ihr wisst das, ich habe das mindestens 2 Millionen Mal betont. Ich möchte heute einfach nur mal Hallo sagen von da aus und eine total interessante Frage beantworten, nämlich wie kriege ich ein günstiges Weihnachtsgeschenk? Ich habe mir da 2 Sachen für euch ausgedacht und zwar einmal, fangen wir mal mit den leckeren Sachen an. Das hier ist eine Dose von Nanunana, die kostet 1,99 € und da kommt jetzt der eigentliche Star raus.
finde ich ganz super geil, was ich da gemacht habe. Ich habe Pralinen für euch erfunden. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Ich muss da mal eine rausholen. Das ist die weiße Variante. Ich lasse die mal draußen, weil ihr könnt sicher sein, wir essen die hier gleich. Und ihr kriegt nichts ab. Und das ist die braune Variante. Und die sind also richtig schön. Diese Organza-Säckchen kriegt ihr bei Teddy oder bei Kiki, ich weiß gar nicht mehr genau, für 1 Euro. 4 Stück sind da in einer Packung. Und dieses hier sind dann noch die sexy Eiskekse. Und ihr wisst ja, es schmeckt alles immer unheimlich gut, was ich so mache. Kann nicht wieder stehen. Jetzt muss ich aufkommen. Alles zusammen, also die coolen Pralinen mit den Tütchen und dieser Verpackung, kostet unter 10 Euro. Ich glaube, ich habe es durchgerechnet, das war 9,27 Euro. Und das ist ein individuelles Geschenk. Das heißt, ihr könnt nicht einfach sagen, ich habe jetzt auch was Günstiges, was ich mir leisten kann, verschenken, sondern vor allem was, das hat niemand sonst. Und damit ehrt ihr die Person, der ihr das schenkt, natürlich besonders. Eine andere Möglichkeit im günstigen Bereich bietet euch im Moment Klick. Für 2,59 Euro kriegt ihr einen Fotokalender. Und zwar do it yourself. Das bedeutet, ihr geht einfach zum DM. Ich war da gestern und habe da so ein paar Fotos, die kennt ihr schon, entwickelt. Und dann geht es ab ans Kleben. Und ich kann euch einen Tipp geben, ihr könnt aus euren Fotos ganz leicht so ein bisschen was Künstlerisches gestalten, indem ihr euch GIMP runterladet, G-I-M-P, und das ist kostenfrei, ein super Bildbearbeitungsprogramm, und da könnt ihr euch sogar ein bisschen hübscher machen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, Mensch, die Speckrollte wollte ich schon immer weghaben, dann entfernt die, iWarp heißt der Filter, der hilft euch dabei, und schon habt ihr ein super individuelles Weihnachtsgeschenk. Ich will jetzt mal die hier nicht alle reinkleben. Warten wir bis morgen. Das ist im Übrigen was, wenn es jetzt mal nicht Low Budget sein soll. Dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, im Moment den Fotografen eures Vertrauens aufzusuchen und euch super geile Fotos zu machen. Weil ihr seht das, jeder kann das, da müsst ihr jetzt keine bestimmte Figur zu haben oder so. Kommt halt drauf an, was du dir noch mit anziehst. Muss ja jetzt keine Leoparden-Legend sein, da sind die im Bazar, das ist ja nicht nötig. Und dann hast du ein geiles Geschenk. Wenn du jetzt zum Beispiel im Raum Dortmund bist, dann kannst du bei Chris vorbeikommen. Ich verlinke dir das hier unten in der Infobox. Die Infobox ist übrigens das, ihr seht unter diesem Video, mein Slug, also das heißt abnehmengel.de. Und daneben ist auf der rechten Seite so ein kleiner Pfeil nach unten. Da klickst du drauf und dann wird dir da gezeigt, was los ist. Ein anderes Geschenk. Selbstgemachtes Kompott. Das hier ist jetzt zum Beispiel eins, das heißt Hot Red Riding Hood. Das Rezept kriegt ihr im Angel Insight, das kommt am 1. Dezember. Und ich habe da jetzt einfach nur eine Schleife drum gewickelt. Wer es richtig schick machen möchte, der ist kreativ und schneidet zum Beispiel aus einem alten Kissenbezug, hier, was auch immer, ein kleines eckiges Teil aus, hängt das darüber und bindet dann die Schleife drum. Dann habt ihr ein unheimlich sexy Geschenk, was auch noch richtig gesund ist. Und der Vorteil dabei ist, kostet unter 5 Euro und ihr könnt das den Geschmack eures Beschenkten anpassen. Das heißt, je nachdem, was der so ist, also dieses hier ist zum Beispiel Kirsch mit Chili, findet was. Ich weiß weg. Das ist das Angel Insight. Das Besondere an der Dezember-Version ist, dass das nicht nur die Premium-Mitglieder kriegen können, sondern andere Leute auch. Wir haben den Preis noch nicht festgelegt, weil ihr kriegt da alle Rezepte. Das heißt, ihr kriegt unglaublich leckere Rezepte. Ich such mal gerade die Seite. Foodporn heißt das Projekt. Könnt ihr das sehen? Und es gibt über 30 Rezepte und in diesem Monat natürlich unheimlich viele Keksrezepte, die ich selber für euch entwickelt habe. Ihr werdet ganz sicher total viele Videos von euch und noch kriegen. Trotzdem wünsche ich euch jetzt schon mal eine ruhige Adventszeit. Und schaut mal bei uns rein, weil wir haben ein Gewinnspiel für einen Albelli-Fotokalender. Und zwar wird da dann auch unser Bunny-Foto drin sein. Und wer weiß, was noch für ein Überraschungsfoto da auf euch wartet.
einfach auf unsere Seite gehen. Ab 1. Dezember ist das Gewinnspiel drin. Und danke, dass du zugeschaut hast. Klick alle unsere Links an. Und wir finden euch ganz toll. Bye bye, sagt das Bunny.